Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Assassin's Creed 2. Ja, ich habe mich in der letzten Folge entschieden, dieses Assassinengrab hier zu besuchen. Haben dadurch diese kleine Templerjagd unterbrochen. Haben in der letzten Folge auch schon den ersten erledigt. Doch, bevor wir damit weitermachen, wie gesagt, machen wir erstmal dieses Assassinengrab hier. Spring hier zurück und spring ins Nichts. Yippee! Das läuft ja schon mal super. Letztes Mal habe ich es doch besser gemacht. Dann bin ich nämlich da hingesprungen. Ja, das war unnötig, Ezio, aber dennoch gut gemacht. Zurück. Dieses Assassinengrab ist also auch bewacht von Wachen. Hier kommt es nicht ganz so viel auf Klettern an. Hier muss man auch auf die Wachen aufpassen. Ja, da wollte ich doch gar nicht hinspringen. Wo ist der hin? Lazio, so leicht kommst du nicht davon! Mann, ich wollte doch. Wir verlieren ihn! Doch, auf ihn! Ich wollte eigentlich ein Luftattentat machen. Ha! Nix da! Aber einer ist hier noch. Ist. Wir warten mal eben auf ihn. Und dann ist er auch down. Fragt sie nur, wo wir am besten langkommen. Um dort hochzukommen. Hier sieht es doch ganz gut aus. Hier geht's dann weiter. Um die Ecke herum. Und dann sind wir schon fast da. Hey, das wollte ich so nicht. Komm, mach einen Kopf zu. Brauchst nicht immer auf dich aufmerksam zu machen. Das interessiert nämlich keinen. Oh, an die Truhe würde ich aber auch gerne rankommen. Guck mal da. Hä? Aha, so guck mal so nicht rüber. Gut, dass wir das schon mal wissen. Was ist hier? Verstehe ich gerade nicht den Sinn. Da, warte mal. Ah, okay. So, komm also in die Truhe ran. Und hier müssen wir uns hin und her hangeln. Dürfen wir nicht abstürzen.
Aha. Damit wäre diese Truhe unser. Ich hoffe, da ist ein bisschen mehr Geld drin als sonst. 52. Hat sich ja voll gelohnt. Und für solche versteckten Truhen könnte man schon ein bisschen mehr Gold hinterlassen. Dafür war das gedacht. Alles klar. Vorsicht. Da ist ein großer unter denen. Und den darf man nicht unterschätzen. Denn bei dem kann man nicht kontern. Also wäre es besser, wenn man den leise ausschaltet. Warten, bis er da um die Ecke ist. Jetzt muss er aber leider gegen den alleine kämpfen. Zuerst sanftes Erhängen, partielles Häuten und wenige Amputationen. Zuerst. Was willst du denn? So was lasse ich mit mir nicht machen. Ha. Ja, aber ich bin zu schnell für dich, Kleiner. Okay. Kleine sind nur wirklich nicht. Oh, da habe ich jetzt zu früh gedrückt. Ein weiterer Jünger von da. Von wem? Wirklich. Ha. So, und der hat dann meistens ein bisschen mehr was dabei, oder? Hoffe ich mir jetzt mal. Hm. Der ist lobwürdig. Also, Wachen plündern bringt gar nichts. Maximal 5 Fidion oder so. Das kann man sich auch sparen. Frage ist jetzt nur, wie kommen wir am günstigsten hoch? Ich habe irgendwie eine kleine Vermutung, dass es irgendwas damit zu tun hat. Aber da habe ich mich schon wieder getäuscht. Wenn ich nach links springe... okay. Einer herkommt. Trügen mich meine Augen? Hast schon ganz gute Augen. Mist, warum hat er kein richtiges. Komm, mein Kopf zu. Frage ist nur, wie kommen wir jetzt weiter nach oben? Bestimmt über die Kronleuchter. Die haben sie geklont. Hier ans Fenster vielleicht. Okay. Ich habe hier das ganz miese Gefühl, dass man hier nicht. Ah, so, guck mal hoch. Okay. Okay. Nein, warum... Oh, warum hat sich denn die Kamera nochmal so dumm gedreht? Das war überhaupt nicht beabsichtigt. Ich war schon... Ich wollte schon springen und da dreht sich die Kamera nochmal. Das ist manchmal ein bisschen doof. Wo ich überhaupt neben der Maus irgendwie eine komische Bewegung gemacht habe. Die Kamera hat sich einfach wieder gedreht. Finde ich ganz, ganz toll. Blöde Kamera.
So, jetzt dreht sie sich aber nicht. Komm, mach Kopf. Verdammt! Das sag ich viel zu oft. Ja, komm, spring runter, das wär's gewesen. Eccolo! Da! Da! Loslassen! Oh, Scheiße! So schnell kann's gehen. Sollten wir uns doch lieber auf die altmodische Art und Weise machen. Wir müssen uns mal wieder Medizin kaufen. Es wird knapp. Und noch ein weiterer Aufgang. Mit weiteren Wachen. Alles klar, das sagt mir viel. So sehr mich nicht, oder? Komm, dreh dich weg. Könnte man eigentlich mal die Wurfpfeile aus nutzen? Ihr dürft den Lachu! Dass die mich auch sofort gleich sehen. Er zuckt noch ein bisschen. Ist ja normal bei Leichen, dass sie am Ende noch ein bisschen zucken. All die Muskeln eben so in Krampen. Oh, was machst du? Oh. Was mache ich denn manchmal? Echt? Aha, wir müssen also hier hoch. Das war schon wieder knapp. Sehr knapp. Runter hier! Let's you! Pack ihn! Shit. Das war's. Zu Boden mit dir! Das habe ich ein bisschen dumm angestellt, da hätte ich warten müssen. Na, triffst du mich jetzt? Na, bin wir auf dem Falschen. Guter Versuch! Schade. Das war mal ein netter Versuch. Was für eine Lusche. Muss den nur ein bisschen hin und her schubsen, schon verreckt er. Schon verreckt er mir. Müssen wir lang? Da lang. Müssen wir eigentlich schon fast oben sein? Hä, wohin? Hier lang? Das irritiert mich jetzt aber ein bisschen. Da wären wir auch schon. Beim Assassinengrab. Bevor wir den Sarkophag öffnen, holen wir uns erstmal die Truhen hier. Denn das wäre doch zu schade, wenn wir die nicht mitnehmen sollten. Mitnehmen würden, das wäre ein besserer Ausdruck. Das war mal wieder eine kleine Kletterpartie hier. Oh, ich sehe nichts mehr. Ah, das ist ja doch wieder. Da ist ja wieder das Licht. Dann holen wir uns natürlich das Assassinensiegel. Ich glaube, unser viertes Assassinensiegel. Schön. Da hätten wir dann fehlen ja nur noch zwei, oder? Waren ja nur sechs.
Ja. Ach, wir haben nur drei. Musst du. Okay. Okay, okay. Haben wir eben schon die Hälfte. Das Geheimnis der Historie Grosser. Erfolgreich synchronisiert. Und eine weitere Assassinentafel in unserem Besitz. Tafel, Siegel, ist ja auch egal. Kommt, halt doch mal die Klappe. Interessiert doch keinen, was du laberst. Diese ganzen Prediger immer. Nee, nee. Was soll denn dieses Tor groß haben? Ach so. Die wollen mich immer auf diese Texte aufmerksam machen. Gut, wenn das jetzt hier jemanden interessiert, der möge es sich doch durchlesen. Das war's schon. Warum soll ich denn erst runterblättern? Es passt alles auf eine Seite. So, manchmal ist es nicht verständlich. Fragt sich jetzt, wie wir am besten runterkommen. Bestimmt hier. Das wäre ein schönes Rätsel. Das machen wir doch jetzt mal so nebenbei noch. Es wird immer leichter, sich in Abstergos Mainframe zu hacken. Es scheint fast, als wüsste ich, nach welchen Daten ich suchen muss, als hätte ich es schon erlebt. Mhm. Ihre offene Mündung verteilt den Kuss des Todes. Aha. Ich glaube, Mitglied der 2. Infanterie-Division Rücken unter MG-Beschuss in der Außenbezirk von Brest, Frankreich vor 1944. Also im Zweiten Weltkrieg hier, dieses Bild. In Frankreich. Und ich wüsste gern, wo der Edensplitter ist. Denn der muss... Danach ist er immer gesucht. Ah, da war was. Ach, da muss man immer nach solchen kleinen Bildchen hier. Rechts sieht man das sehr schön. Was da immer gesucht ist. Hier ein Zahlencode. Der Zahlencode ist nicht gemeint. Ist dann natürlich schwer hier zu finden. Hier sucht man die erste Abbildung einer Schusswaffe. Frage ich mich, wie soll die erste Schusswaffe ausgesehen haben? Vielleicht weiß es ja der eine oder andere. Hey. Ich wundere mich aber trotzdem gerade, wo das sein soll. Diese Zahlen sind es nicht. Irgendwo muss doch der Code versteckt sein. Uiuiui, ist gar nicht so einfach hier.
Auf jeden Fall hatte ich das Rätsel auf jeden Fall auch schon mal. In vorherigen Spielständen. Ist noch schon wieder so ewig her, dass ich das... Keine Ahnung. Die erste Abbildung einer Schusswaffe. Was sollen diese Zahlen zu bedeuten haben? Das ist es partout nicht. Das wird da nicht so ganz am Rand sein, oder? Ah! Der Edensplitter. Natürlich. Passcode gefunden. 72114. Schaum bitte aufschreiben. Damit spielen wir nochmal alles ab hier. Wir hätten jetzt schon mal die ersten vier und da fehlen uns noch ganz viel. Ich habe mich auch mal im Internet kundig gemacht, dass wir wirklich was Interessantes rausgefunden. Man soll mal was Interessantes rausfinden. Wie der Edensplitter eben gerade im Zweiten Weltkrieg umhergewandert ist. Deswegen würde mich das schon interessieren. Werde ich schon versuchen, da alle Teile zu finden. Denn das ist ja. Würde mich trotzdem wirklich interessieren. Naja, das war's erstmal von dieser Folge, Leute. In der nächsten Folge werden wir dann auf, glaube ich, auf jeden Fall das, die nächsten Attentate auf diese Templer machen. Doch, das ist dann erst in der nächsten Folge. Ich wünsche euch einen schönen und angenehmen Tag. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge von Let's Play Assassin's Creed 2. Bis dahin, ciao.